Also, wir fangen jetzt einfach an. Siehst du, man sagt das erste Wort und dann kommen die Nachzügler. Bei der Blumenbuch werden die ins Bild genommen und erscheinen auf einer großen Leinwand, die Nachzügler. Die Nachzügler. Er ist der Nachzügler. Also wir sind heute in etwas familiärerem Kreis. Es ist halt jedes Mal anders und vermutlich sind alle ein bisschen genervt von den Maifeierlichkeiten im November, die letzten Tage waren. Ach Mensch, Hausmeister. Richard, der Künstler hat einen Fehler. Der Künstler hat bis zum letzten Moment keine Handelsbewegung. Setz dich um jetzt. Ja, sei okay. Ruhig, ja? Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Thomas, für dich, ja. Niemand. Mein Gott, nun geh an dir vorbei. So, ich fange jetzt nochmal an und mache das hoffentlich ganz locker. Ich wollte das eigentlich nennen, den Abend eine Reise ins Gestern, aber das ist es ja nun wahrlich nicht, da wir ja auch eine Buchpremiere heute Abend feiern. Wir haben ein großes Unikatbuch des Malers Michael Würzberger. Ich schlage es jetzt auch zum ersten Mal auf. Also dieses Buch, Hand in Herz, ein Malerbuch eines wirklich sehr, sehr begabten Malers aus Berlin-Friedrichshain, Michael Würzberger, das zeigen wir im Anschluss an den Film, wer es gern sehen möchte. Das ist sozusagen der eine Anlass für diesen Abend. Der zweite ist an den sehr renitenten Film aus damaliger Zeit gesehen und ich glaube, man sollte sagen, von heute aus, man sollte sagen, es ist ein formvollendeter Film, Abschied meines Vaters Egon Günther, dass wir an diesen Film erinnern und ihn vielleicht auch neu sehen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Jan Spitzer, den Hauptdarsteller, dafür gewonnen habe, dass er zwei Kapitel aus dem Roman liest. Und ich bin ebenso froh, dass eine junge Schauspielerin, Juliane Baldi, einige Gedichte von Becher liest aus verschiedenen Zeiten. Wir wollen an den jungen Becher erinnern, an den wilden und expressiven Dichter, der mich manchmal an die renitentes Prenzlauer Berg-Szene, die Literaturszene erinnert, die wir gerade im Moment feiern und die groß in einer Ausstellung Ende November präsentiert wird. Also insofern ist es wirklich keine Reise ins Gestern. Ich bin sehr glücklich, dass alle da sind und begrüße ganz besonders herzlich Strawalde und Heiner Silvester und alle anderen zugleich natürlich auch. Und ich bitte jetzt Juliane anzufangen mit dem Abend. Sie liest ein Gedicht, dann wird Jan Spitzer zwei Kapitel aus Abschied lesen, dem Roman von Becher, den er 1940 unter großer Heimatsehnsucht in der Sowjetunion geschrieben hat. Es war sozusagen seine mittlere Phase, als er sich vom Expressionismus auch längst verabschiedet hatte und auf eine merkwürdige Weise in die Sonettform wechselte. Und diese Sonette, die ihm sozusagen eine Harmonie bereiteten, waren auch eine Reflexion aus dem Exil. Das Gedicht, was wir hier zu diesem Künstlerbuch verwendet haben, ist auch aus einer späteren Phase und es zeigt also mehr den romantisch-sentimentalen Dichter. Wir lassen jetzt sozusagen die stalinistische Phase von Johannes R. Becher weg. Er war ein großer Dichter, ein widersprüchlicher Mann, aber ich denke, Egon wird auch noch was dann dazu sagen. Bitte, Juliane, du fängst mit dem Abend an. Thank you.
an Europa. Der Dichter meidet strahlende Akkorde. Er stößt durch Tuben, peitscht die Trommel schrill. Er reißt das Volk auf mit gehackten Sätzen. Ich lerne. Ich bereite vor. Ich übe mich. Wie arbeite ich, ha, leidenschaftlichst, gegen mein noch unplastisches Gesicht. Falten spanne ich. Die neue Welt, eine solche, die alte, die mystische, die Welt der Qual austilgend, zeichne ich möglichst korrekt darin ein. Eine besonnte, eine äußerst gegliederte, eine geschliffene Landschaft schwebt mir vor. Eine Insel glückseliger Menschheit. Dazu bedarf es viel. Das weiß er auch längst sehr wohl. O Trinität des Werks. Erlebnis, Formulierung, Tat. Ich lerne, bereite vor, ich übe mich. Bald werden sich die Sturzwellen meiner Sätze zu einer unerhörten Figur verfügen. Reden, Manifeste, Parlament. Das sprühende politische Schauspiel, der Experimentalroman. Gesänge von Tribünen herab vorzutragen. Menschheit, Freiheit, Liebe. Der neue, der heilige Staat sei gepredigt, dem Blut der Völker, Blut von ihrem Blut eingeimpft. Restlos sei er gestaltet, Paradies setzt ein. Lasst uns die Schlagwetteratmosphäre verbreiten. Lernt. Vorbereitet. Übt euch. Abschiedsmusik ertönt. Eine Abschiedsfeier beginnt. Wir sind alle dazu eingeladen. Es gilt, Abschied zu nehmen von Menschen und Zeiten, von vielem, was uns verwandt und teuer war, nehmen wir Abschied. Das Scheiden tut weh. Aber wir nehmen auch Abschied fröhlich, nehmen wir Abschied, ohne auf Wiedersehen zu sagen, ohne Lebewohl. Von uns selbst nehmen wir Abschied in langen, schmerzlichen Abschiedsstunden, denn von dem Vergangenen scheidend muss auch von dem Vergangenen in uns selbst geschieden sein. Manches auch lebt weiter, von dem wir glaubten, auf immer Abschied genommen zu haben. Darum sagen wir nicht voreilig, auf Nimmerwiedersehen, Abschied und es soll anders werden. Mach dich fertig, vergiss das viele Gute nicht, mahnt es dich und es warnt dich zugleich. Gib Acht, schau nach, was du mitnimmst. Die Zeit des großen Abschiednehmens war gekommen. Schon eine Stunde zuvor hatte ich gedrängt, wir werden sicher zu spät kommen. Aber der Vater hielt die Balkontür verschlossen und zündete den Weihnachtsbaum an, während die Mutter ärgerlich wurde. Du machst einen ja ganz nervös, sei nur noch recht unausstehlich im alten Jahrhundert. So musste ich hin und her rutschend und den Zeiger der Standuhr beobachten, der nicht vorrücken wollte, neben der Großmutter sitzen bleiben, die von Durlach erzählte, von der Löwenapotheke und dem Turmberg, und der guten alten Zeit gedenkend oft zu dem Bild des Großvaters hinüber sah, das über der Kommode ging. Der Großvater schien in dem ovalen Bart und dem hochgeschlossenen Stehkragen die gute alte Zeit darzustellen, die nunmehr bald für immer vorüber war. Die Lichter vom Weihnachtsbaum her machten sein Gesicht warm und glänzend. Vielleicht hing sein Bild heute zum letzten Male hier. Wenn die neue Zeit anbricht, werden die alten Bilder von der Wand wohl heruntergenommen. Darum blickt der Großvater auch so ernsthaft. Und es wunderte mich nur, dass ich noch nicht hatte aufstehen müssen, um ihm Lebewohl zu sagen. Endlich,
durfte ich Christine hereinrufen. Es war kurz vor 12. Wir hatten die Mäntel um und traten auf den mit bunten Lampions festlich geschmückten Balkon hinaus. Die Nacht war schneeweiß, der Schnee leuchtete, der Himmel blitzte von Sternen. Ich stellte mich feierlich neben dem Vater auf, denn es war wie neulich, als die ganze Familie auf Wunsch der Großmutter noch einmal im alten Jahr sich fotografieren ließ. Da klappte mir, wie auch jetzt, die Mutter von hinten den hochgeschlagenen Mantelkragen herunter, weil das zu unordentlich aussehe. Es gab ein langes Getue, bis ein jeder den passenden Platz gefunden hatte. Christine wurde hin und her geschubst, in den Hintergrund gedrängt, von den anderen verdeckt und nur das Samtband, das ihre Haare zusammenhielt und ein schmales Lächeln kam aus dem Bild heraus. Drinnen im Zimmer brannte der Christbaum. Wenn man von draußen durch das Fenster hineinsah, schien der Baum belegt. Nüsse, Äpfel, Quittenwürstchen in glitzernden Schneestaub gehüllt, hüpften von Ast zu Ast. Der Engel schaukelte oben auf der Baumspitze. Der Vater hatte mir einen Schluck Punsch eingegossen. Ich stand wie die anderen, das Glas erwartungsvoll erhoben, um von dem alten Jahrhundert Abschied zu nehmen. Gleich wird es losgehen. Ein fürchterlicher Knall, vielleicht ein Erdbeben, dass der Balkon mit uns allen zusammen in den Garten herunterkracht. Das wird für den Burschen von Major Bonnet, der neben dem Stall wohnt, eine Hetz sein. Oder der Himmel öffnet sich ganz rot und brennt inwendig und Mond und Sterne fangen an, durcheinander zu sausen. Um die Ohren herum spannte es, als spürten sie die unheilvolle Schwingung dessen, was sich in der Ferne vorbereitete. Die Welt konnte runtergehen. Der Untergang der Welt jagte mir einen solchen Schreck ein, dass ich gelobte, mich bessern zu wollen und anders zu werden. Dem Untergang der Welt nämlich folgte das jüngste Gericht, an dem alle meine Lügen und Heimlichkeiten offenbar würden. Wen der liebe Gott anblickt, der ist durchleuchtet bis in den tiefsten Grund seiner Seele hinein. Es schlug 12. Ich wollte die Schläge mitzählen. Aber schon beim ersten Schlag erhob sich ein Brausen in der Luft, dass ich mich ängstlich duckte und das Weiterzählen vergaß. Die Glocken begannen, das neue Jahrhundert einzuläuten. Die Glocken der Frauenkirche schwangen in dem großen Neujahrsgeläut dunkel und mächtig. Die Balkone waren mit rufenden Menschen besetzt. Balkone schwebten rufend durch die weiße, unendliche Nacht. Eine Rakete schoss hoch mit einem feinen Knall, öffnete sie sich und schlug nieder. Als Goldregen, wie aus der Erde hervor, kam ein Gurgeln, Prost, Neuer! Ich kam erst wieder zu mir, als mir die Großmutter einen Kuss gab. Ihre Wange war feucht, auch Christine, die in ihrer Küchenschürze ganz hinten stand, weinte. Wahrscheinlich grämten sie sich, weil die schöne Kaiserin Elisabeth von Österreich erstochen worden war oder wegen des toten Bismarck. Aber es konnte auch wegen des Großvaters sein, der jetzt ein für alle Mal tot sein musste, wenn die ganze Zeit, in der er gelebt hatte, um war. Lebe wohl, du gutes altes Jahrhundert, lebe wohl. Was wird das für eine neue Zeit geben? Was wird sie wohl bringen? Wer weiß? Gern hätte ich die Großmutter getröstet und ihr gesagt, dass uns eine neue, wunderbare Zeit bevorstehe. Darum kniff ich die Augen zusammen. Vielleicht, wenn ich mich recht anstrengte, brächte ich es fertig, in die Zukunft zu schauen. Aber das Zusammenkneifen der Augen und das Blinzeln vermochten mir nichts von der Zukunft zu entdecken. Unbewegt standen wir noch immer wie ein Bild und als würden wir in einem Fort geknipst werden. Niemand vor, es machte warm zu spüren, dass man zusammengehörte. In dem Getöse entstand eine Stille. Die Mutter hatte die Küchenschürze bemerkt und gab Christine einen Wink. Christine band sich hastig die Schürze ab. Auf der Straße tanzten Menschen im Schnee. Es rief wieder, hoch und hurra! Der Glockensturm schwoll an. Erst als das Geläut mehr in die Ferne rückte, konnte ich hören, wie der Vater rief, es lebe! Er hatte sich dabei über den Balkon herabgebeugt. Es lebe! Brüllte jemand im Garten. Auch der Bursche von Herrn Major Bonnet feierte Neujahr. Da knallte es unter Gelächter herauf. Es waren mehrere Schüsse. Wir zuckten zusammen. Jeder fühlte sich getroffen. Neujahrsscherze! Beruhigte der Vater und sah sich unschlüssig um, als suche er noch immer das, was er hochleben lassen sollte. Mir war, als würden die Menschen sich auf der Straße zum Spaß gegenseitig totschießen, lachend hochrufen und während die Glocken läuteten. Es lebe der Prinz Regent, unser Kaiser, lebe Deutschland, unser herrliches München, es lebe der Vater, die Mutter, hoch. Wen sollte ich hochleben lassen? Es lebe die Großmutter, hoch. Alle riefen durcheinander. Es lebe unser Münchner Kindl, damit war ich gemeint, ich war stolz, dass man auch mich hochleben ließ. Und so rief ich noch einmal, es lebe die Christine, hoch!
Na also, Christine, drückte der Vater Christine die Hand und wir stießen auch mit Christine an. Die Großmutter hat ihren Arm um mich gelegt. Nun, und was hast du dir zum neuen Jahrhundert gewünscht? Überlegte, ich hatte während es 12 Uhr schlug vergessen, mir etwas zu wünschen. Ankerbausteinkasten, Dampfeisenbahn hatte ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, Zinnsoldaten hatte ich, eine ganze Armee voll, eine neue Festung brauchte ich auch nicht. Und Deutschlands Jugend schickte mir der lustige Briefkastenonkel aus Berlin jeden Samstag. Ich wusste nichts. Ich war in diesem Augenblick wunschlos. Die Großmutter flüsterte, es soll alles anders werden. Dann nahm ich mir das zweite Mal vor, wo alles um mich herum so seltsam und feierlich war, mich zu bessern und anders zu werden. Nicht ein einziges Mal mehr wollte ich lügen und nur die besten Noten gelobt, die ich nach Hause zu bringen, würde ich einmal zur Schule gehen. Auch wollte ich nicht mehr die Fünferen und Zehnern aus der Sparbüchse mit Mutters Schere herauszwicken. So brav wollte ich werden und folgsam. Die guten Vorsätze machten mich froh, dass ich aufhüpfte. Der Vater klopfte an sein Glas. Achtung! Alle stimmten in den Ruf ein. Es lebe das 20. Jahrhundert hoch! Wieder sah sich der Vater um, als fehlte noch was. Suchte er etwas im alten Jahr, was er hätte mit ins Neue hineinnehmen können? Ich wollte ihm behilflich sein und ihn an etwas Schönes aus der vergangenen Zeit erinnern. Vielleicht an den Burenkrieg. Es gab ja sogar ein Gasthaus zum tapferen Burengeneral in der Schleißheimer Straße. Oder an die Reise des Kaisers nach Palästina. Dabei fiel mir ein, was ich mir zu wünschen vergessen hatte. Ganz vergessen hatte ich die vielen Schlachten, die Völkerschlacht bei Leipzig, die Erstürmung der Düppeler Schanzen, die Schlacht bei Malatour und die bei Sedan. Und es war schrecklich, dort überall nicht dabei gewesen zu sein. Einen großen Krieg nämlich hatte ich mir immer schon gewünscht, wenn ich einmal erwachsen sei. So wollte ich gleich den Vater fragen, ob er glaube, dass es auch im neuen Jahrhundert Krieg gebe und wann ein solcher wohl ausbreche. Stattdessen fragte ich, Vater, suchst du die Welträtsel? Ein Buch mit solch einem Titel hatte ich neulich in der Aktenmappe des Vaters entdeckt, als ich heimlich darin herumstöberte. Ich erschrak, dass ich mich verschnappt hatte. Der Vater antwortete nichts, er war ganz woanders. Vater und Mutter standen Hand in Hand und schauten in die verzauberte Nacht hinein. Die Großmutter winkte mich zu sich, dass ich die Eltern allein lassen wollte. Als wünschten sie sich nur alles Lieb und Gute, sagten sie zueinander Heinrich und Betty. So sah ich oft Liebespaare beisammenstehen im englischen Garten am Wasserfall. Gute Menschen müssen so aussehen, dachte ich mir. Und die Schlachten waren vergessen und ich gelobte mir zum dritten Mal, ich will ein guter Mensch werden. Dabei drückte ich mich an die Seite der Mutter hin und hätte sie gern weggezogen. Die Kerzen am Tannenbaum drinnen im Zimmer waren heruntergebrannt. Nichts mehr von dem flimmernden Reigen. Wir vergruben uns in unsere Mäntel. Die Großmutter ließ sich von Christine noch einen Schal bringen. Nichts mehr hielt warm, alle frösteten. Das 20. Jahrhundert war angebrochen. Es war mir schon langweilig geworden, dieses Herumstehen auf dem Balkon da. Was sollte noch kommen? Worauf noch warteten wir eigentlich? Die alte Zeit war vorbei und die neue, die schlief jetzt und würde erst morgen richtig anbrechen. Wir sangen Stille Nacht, Heilige Nacht, danach Deutschland, Deutschland, über alles. Ich sah dem Vater auf den Mund und versuchte ebenso laut und tief zu singen wie er. Die mächtige, dunkle Glockenstimme der Frauenkirche blieb noch lange verhallend in der Luft. Nachdem viel passiert ist und Hans eine große innere Entwicklung durchgemacht hat, es ist das Jahr 1914. Da ist er ja, unser Kriegsfreiwilliger, kam der Vater mit ausgebreiteten Armen im Gang auf mich zu, küsste mich auf die Stirn und zog mich gleich ins Wohnzimmer. Doch packte die Mutter aus. Auch die Mutter küsste mich, dann kramte sie weiter in ihren Sachen. Ab und zu suchte sie mich von der Seite her mit ihrem Blick, als hätte sie irgendetwas an mir zu entdecken. Um etwas zu sagen, erkundigte ich mich, habt ihr euch gut erholt, auch mir geht's gut, bin auch nicht zu spät nach Hause gekommen. Der Vater rieb sich die Hände und strich den Schnurrbart. Auch der Schnurrbart schien fröhlich zu glänzen und sich mit dem Vater zu freuen. Na endlich, streckte sich der Vater behaglich. Nein, sowas! Freundlich zwinkerten die Augen hinter dem Zwicker, so wie die schönen Dinge freundlich taten in einer Auslage. Mit den Händen klatschte er sich auf die Schenkel, wie damals im Hohen Schwangau, und er drehte sich um sich selbst auf den Drehschädel. Dass wir das erleben durften, dafür können wir Gott nicht genug danken. Da staunt man und staunt jeden Tag von Neuem. Nur Gott danken kann man, dass all dies Herrliche zu erleben er uns in seiner unerschöpflichen Gnade hat zuteilwerden lassen.
Schon war der Glaube bei manchen, ja auch zeitweise bei mir, an eine Gesundung unseres Volkes verschwunden. Und wohl wenig Hoffnung bestand, dass unser Volk zu seinen alten geistigen Gütern zurückfinden werde. Oh, wir Kleingläubigen, der Krieg hat Wunder gewirkt. Er hat gezeigt, dass alle Verfallserscheinungen sich nicht in unser Innerstes eingefressen hatten, eher einer Maske glichen, die man voll Ekel von sich werfen konnte, wenn es der Ernst verlangte. Gott, dir danken wir, dass du es anders werden ließest, so anders, ganz anders. Der Vater hatte die Hände auf der Brust gefaltet und blickte zur Decke empor, während die Mutter unbekümmert in ihrem Koffer herumraschelte. Wer hätte das erwartet? Nein, dazu reicht das menschliche Denken nicht aus. Da kann man auch mir keinen Vorwurf machen, dass ich mich getäuscht habe. Der Vater hatte sich erhoben, öffnete die Tür zum Salon. Er brauchte mehr Raum zum Ausschreiten. Alle Achtung vor Ihnen. Sie haben den deutschen Arbeiter in der entscheidenden Stunde uns wieder zugeführt. Das hätte auch kein Bismarck vorausgesehen. Ich bitte dich ausdrücklich, Hartinger, den jungen Herrn Hartinger, deinen Freund, für einen der nächsten Tage einzuladen. Ich will gut machen, dass ich mich in dem getäuscht habe. Ich schäme mich nicht, offen meinen Irrtum einzugestehen. Ja, stolz können wir heute sein auf Sie, unsere deutschen Sozialdemokraten. Sie sind dem Ruf unseres Kaisers gefolgt, bis auf den letzten. Der Vater nahm mich bei der Hand und führte mich zur Mutter, wie um mich vorzustellen. Da, schau nur, Mutter, das ist unser Sohn, unser Lieber. Lieber, wie ist er gewachsen in den letzten Jahren? Wie groß er ist, wie stark. Tja, das kommt vom Schwimmen und vom Bergsteigen. Aber was ich sagen wollte, mir ist, als sehe ich ihn jetzt zum ersten Mal, jetzt, da er in den Krieg zieht, jetzt erst fühle ich so richtig, dass ich einen Sohn habe. Was gewesen ist, ist gewesen, sei vergessen und verziehen. Ja, Söhne sind dazu da, die Träume der Eltern zu erfüllen. Oder, wie soll ich mich ausdrücken, das Werk zu Ende zu führen, oder besser, was die Eltern nicht erreichen, weißt du, was ich meine. Dazu sind Söhne da, dazu sind Söhne berufen. Der Vater stand dicht vor mir, er hatte mir seine Hände auf die Schultern gelegt, wieder küsste er mich auf die Stirn und sprach, dass ich seinen Atem spürte, laut in mich hinein. Welch ein Hochgefühl muss es sein für einen jungen Mann wie dich. Übrigens hat man für euch Kriegsfreiwillige jetzt ein Notabitur eingerichtet. Ich drehte mich halb zur Mutter ab, die gerade ein paar Socken des Vaters aus dem Koffer nahm und zum Vater hin fragte, soll ich dir ein paar frische Socken vielleicht gleich aus dem Schrank herauslassen? Störe uns nicht, Mutter, lass uns jetzt mit den Socken in Ruhe. In diesen Tagen rückt dein Sohn ins Feld und du kommst uns damit Socken für Wichtigkeit. Überdies, damit ich es nicht vergesse, fuhr die Mutter fort, wir müssen uns gleich morgen wegen Christine kümmern. Dienstboten sind ja auch Menschen. Bald 50 Jahre ist es her, ich habe mich schon erkundigt. Wenn die Herrschaft beim Oberbürgermeister darum nachsucht, können Dienstboten bei 50-jähriger Dienstzeit in einer und derselben Familie die goldene Dienstbotenmedaille erhalten. Dann hat Christine, wenn sie arbeitsunfähig wird, auch Anspruch auf einen halben Platz im Diakonissenhaus. Die andere Hälfte, sie hat ja ein Sparbuch, etwas könnten wir auch beisteuern. Was meinst du? Das, schüttelte der Vater sich unwillig, verschone uns mit deinem Haushalt, uns steht jetzt nicht der Sinn danach. Ach, was seid ihr Frauen nur für prosaische Geschöpfe. Die Mutter hatte einen Bleistift vom Schreibtisch genommen. Du erlaubst mal nur einen Stift, leg ihn gleich wieder zurück und rechnet etwas aus auf einem Zettelchen. Habt ihr auch eine schöne Bergpartie gemacht? Aber der Vater ließ sich von mir nicht mehr aus seiner Rede bringen. Welch ein Hochgefühl muss es sein für einen jungen Mann wie dich. Der Krieg lässt den Menschen über sich selbst hinauswachsen. Jeder hat im Krieg seinen Platz und weiß, wozu er da ist. Selbst auf einem verlorenen Posten den Heldentod zu sterben fürs Vaterland ist noch besser, als nie im Leben die Gelegenheit zu haben, mit allem, was man ist, sich einzusetzen und aufopfern zu können. Ja, sagen wir es nur, langweilig war es, sterbenslangweilig, immer der gleiche Weg zum Büro und vom Büro zurück. Jetzt ist es die Zeit, wo ein Mann sich bewährt und der Mann etwas gilt, auch du. 3 Wochen spätestens sind wir Paris, Petersburg. Ist überhaupt nur ein Spaziergang. Die halbe Welt werden wir einstecken. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Daher brausen wir wie die Hunden. Ja, ja, wir Altdeutschen. Der Vater in Schwung konnte nicht innehalten und gab Silber und Gold für Eisen. Das Tafelsilber, eine goldene Brosche, das Armband der Mutter und ihren Halsschmuck. Alle Ringe, mit Ausnahme der beiden Eheringe, auch den vergoldeten Armleuchter schonte er nicht. Sollten abgeliefert und dem Vaterland zur Verfügung gestellt werden. Solch ein kostbares Schmuckstück, ein Erbstück, wandte die Mutter bei jedem Gegenstand ein. Das Tafelsilber, nein, auf keinen Fall. Aber dem Vater schien es Freude zu machen, alles vorzugeben. Er hätte jetzt wieder am liebsten die ganze Wohnung ausgeräumt. Nachdem er so alles Silber und Gold in Eisen verwandelt hatte,
forderte er nach einer Weile wieder jeden Gegenstand zurück. Ja, du hast recht. Das Tafelsilber können wir behalten, auch die goldene Brosche, das Armband und all. Persönliche Erinnerungen, die Ringe und der Armleuchter, lohnen sich sowieso nicht. Sollen die erst mal abliefern, die schwere goldene Uhren tragen und sogar welch ein Luxus, echt goldene Manschettenknöpfe. Da können wir nicht mit, da kommen wir noch immer früh genug, unser Eins. Der Vater aber schien noch keine Ruhe zu haben. Er fragte vor sich hin, vielleicht doch den Armleuchter. Dann gab er sich an. Ich werde mir das alles noch mal gründlich überlegen, hat ja Zeit. Die Mutter, den Blick auf dem Zettelchen, sagte, nachdem sie den Bleistift auf den Schreibtisch zurückgelegt hatte, ich habe soeben nachgerechnet, es ist gar nicht nötig, dass wir etwas beisteuern. Christines Sparbuch reicht. Sie wird ja nicht 100 Jahre alt werden. Ja, das will ich auch gemeint haben, entgegnete der Vater nebenbei. Dann fragte er, nun, bei welchem Regiment hat sich gemeldet und wann rückt er aus, damit wir noch Abschied feiern können und die Mutter dir deine Sachen herrichtet. Auch die Mutter fragte ängstlich, fragte sie hinter meinem Rücken. Wüsstet ihr, was in mir zittert? Darum benahm ich mich herausfordernd und draufgängerisch. Nur die Mutter schien etwas zu ahnen. Nur nicht so zimperlich, du verwöhntes Herrensöhnchen, trieb ich mich an. Vorwärts, du gefährlich Lebender, du Gefahrenbesteher. Die Mutter hatte sich so gestellt, dass sie mir ins Gesicht sehen konnte. Also wann rückst du ins Feld, fragte der Vater. Antworte endlich. Los, gab ich mir einen Stoß, trompetete zum Angriff. Ihr wollt mich wohl beide zum Narren halten, ihr, ging er mit seinem Blick gegen die Mutter los. Ihr beide machte mir Mut, jetzt musste ich auch für die Mutter eintreten. Ich spitzte zuvor noch den Mund, als pfiffe ich, wacht auf, um mich zu stärken, streckte die Fäuste vorerst in die Hosentasche und da schrie der Vater, als hielte ich ein entsetzliches Geheimnis verborgen. Heraus mit der Sprache! Ich mache den Krieg nicht mit. Nein. Ich mache euren Krieg nicht mit. Ich bin fest entschlossen. Ich? Habe ich recht gehört? Euren Krieg nicht mit? Wiederhol das, wenn du dazu den Mut hast. Ich wiederholte feierlich, ich mache den Krieg nicht mit, ich mache euren Krieg nicht mit. Ich gehe nicht in einen Krieg, in einen ungerechten, schlechten. Lump! Entquoll es seinem Mund nochmals. Lump! Dann wandte sich der Vater der Mutter zu und kam nicht mehr weiter. Die Mutter legte ihm die Hand auf die Stirn und gab mir ein Zeichen, geh jetzt, aber fix, aber fix. Nein, er soll nur bleiben, der! Jetzt haben wir abzurechnen. Der Vater hatte sich wieder gefasst, nahm die Hand der Mutter von der Stirn. Ich wette, da steckt wieder ein Weibsbild dahinter. Ja, ja, ich erinnere dich nur, Mutter, an dieses feine Fräulein Klärchen. Aber inzwischen, ja, hör es nur, Mutter, ich habe es dir bisher verschwiegen. Hat er ein Verhältnis mit einer Hure gehabt, mit einer Sau? Heraus mit den Fäusten. Du! Riss es mich hoch. Ja, ich sag es nochmal, mit einer Sau, einem Mistvieh. Du! Ich hob die Fäuste, noch ein Wort und... Verdammtes Hundengesindel! Du, stand auch der Vater mit erhobenen Fäusten. Du, noch ein Wort und du, stand gegen du, Lumpschuft, Hund, knurrte in diesem Du. Er hat die Hand gegen seinen Vater erhoben. Die Mutter drückte den Vater auf den Sessel, schob mich zurück. Seid ihr wahnsinnig? Ganz echauffiert? In ihrer Fassungslosigkeit sagte die Mutter, seid ihr aber garstig. Geh, Heinrich. Garstig nennst du das garstig? Erlaub mal! Eiferte sich der Vater, Heinrich, ich bin nicht der sanfte Heinrich, das könnte euch so passen. Er weiß halt wieder einmal nicht, was sich schickt. Nie wird er den guten Ton lernen. Dein Benehmen, Hans, lass es dir von deiner Mutter gesagt sein, ist höchst ungeziemend. Das schau nur, wie blöd er lacht, euer Krieg, so kann wirklich nur ein Verrückter sprechen. Du, hörst du nicht zu, wo bist du denn, verkommenes Subjekt, du Drückeberger, riss mich der Vater am Handgelenk. Er bringt es auf fertig und lacht, wenn wir alle miteinander krepieren, ein Gemütsmensch! Vater, du willst dich selbst nicht wahrhaben, sonst würdest du auf mich zukommen und mir die Hand geben und sagen, geh, rette dich, unsere Sache steht schlecht, schlecht steht's um unser Eins. Vater, ich bin dein Vater nicht! Wehrte der Vater mit beiden Händen ab. Mutter, neigte ich mich fragend zur Mutter hin, die aus dem Salon heraustrat, dem Bild ganz ähnlich geworden, das dort auf der Staffelei stand. Red doch mit ihm, versteh ihn doch, legte die Mutter dem Vater wieder die Hand auf, die er angewidert wegschlug.
reden, verstehen. Soll er schauen, wie er sich selbst durchbringt. Soll er lernen, was Hunger ist. Unzurechnungsfähig ist er. Er gehört ins Irrenhaus. Euer Krieg, hat er gesagt. Euer Krieg, Mutter, merkst ihr? Das muss doch anders werden, noch ganz anders. Der Krieg ist erst der Anfang davon. Pardon wird nicht gegeben. Es klopfte. Die Fahne ist da, die Fahne. Aber niemand rief herein. Die Fahne wurde durch den Türspalt gesteckt. Sie hing ins Zimmer. Dann wurde sie heftig hin und her geschwenkt, wie um sich auszuschütteln und uns alle mit ihrem Schwarz-Weiß-Rot zu begrüßen. Da niemand im Zimmer drinnen hereingerufen hatte, sprach Christine durch den Türspalt hastig. Gnädige Herrschaft, Milia, haben Sie schon gehört? Gott, ist das erlebt? Durfte, ach, wie jammer, schade, dass mein Herr Feldwebel selig nicht. Jetzt wird alles ganz anders werden. Ich will gleich zum Herrn Oberpostrat Neubert hinauf. Vielleicht weiß er es noch nicht. Und ja, richtig, der Herr Oberst ist ja schon weg. Beinahe wäre ich auch hinuntergelaufen. Nun machte sich die Tür ganz auf. Christine aber war mit der Fahne verschwunden. Tür zu! Wollte der Vater kommandieren, aber es klang wie eine Bitte. Tür zu! Tür zu! Bat er nochmal. Aber niemand vermochte, die Tür zu schließen. Langsam ging ich rückwärts auf die offene Tür zu. Jeden einzelnen dieser letzten Schritte abzählend und nach allen Seiten hin mich ein wenig verbeugend. So hatte ich es gelernt. Wenn man eine gute Gesellschaft verlässt, geht man rückwärts zur Tür hinaus. So vermeidet man, irgendeinem der Anwesenden den Rücken zu kehren und verbeugt sich leichthin nach allen Seiten. Kaffee Stefan. In München war's, im Café Stefanie, als ich dir, Emmy, die Gedichte sagte, die ich allein dir nur zu sagen wagte. Und häufig kam das Wort vor, irgendwie. Am Tisch daneben spielte mühsam Schach und Frank saß einem Geldmann auf der Lauer. Vielleicht saß der indes im Café Bauer. Ein Denker hielt mit Kokain sich wach. Franz Jung erschien mit seiner Tänzerin und Bing, der Zeichner, ließ das Billard fahren, denn Däubler nahte sich mit Bauch und Bart. Ihr Freunde, die ihr gute Freunde wart, ich schreibe euch dies zum Angedenken hin, an jene Zeit, als wir noch Kinder waren. Abschied. Ihr, die ich sprach, um euch nicht mehr zu sprechen. Ihr, die ich sah, um euch nie mehr zu sehen. Lasst uns die Zeit noch einmal unterbrechen vor jenem großen Auseinandergehen. Lasst uns noch einmal uns zusammenrufen. Lasst uns noch einmal ganz beisammen sein, um davon, was wir wurden und erschufen, zu sprechen bis tief in die Nacht hinein. Dann stehen wir auf im ersten Morgengrauen und trinken leer das Glas. Mit trunkenem Schritt geht jeder heimwärts, ohne umzuschauen. Ein schwerer Gang und doch ein leichtes Gehen. Denn jeder nimmt den anderen in sich mit bei seinem Gang ins Nimmerwiedersehen. Hand in Hand. Hand in Hand. So ging mein Freund und ich durch die Stadt das erste Mal spazieren. Halt mich fest, so bat ich. Sicherlich werden wir uns in der Stadt verlieren. Wenn man von dem Land kommt, ist die Stadt eine Wildnis ungeheuer. Alle Straßen sind verdächtig glatt. Durch die Luft sich schlängelt nachts ein Feuer. Doppelt sah ich manche Menschen gehen, auf der Straße und im Spiegel dort. Türen gibt es, die von selbst sich drehen und der Boden schiebt sich plötzlich fort.
Erde nicht. Nicht Himmel. Stein. Nur Stein. Als hätte ein Gebirg sich ausgegossen und es lief in diese Form hinein und der Stein ist drinnen hochgeschossen. Zwischen dieser Steinwand musst du laufen. Gib nur Acht, dass sie dich nicht zerreibt, wenn man einmal sich verschnaufend lang auf einer Stelle stehen bleibt. Hand in Hand. So ging mein Freund und ich. Eines Tages fand ich die Hand nicht mehr. Lange blieb ich stehen und sah um mich. In die Luft griff ich. Die Hand blieb leer. Eine Frau sagt, aus der Hand kann ich dir dein ganzes Schicksal lesen. Und sie sagt, du kommst vom Land, noch gar nicht lange her gewesen. Doch ich sag, das will ich gar nicht wissen, hab es dir ja eben selbst erzählt. Warum bin ich innen so zerrissen? Sag, ob mir nicht eine Hand noch fehlt. Wenn ich eine Türe niederklinkte, dachte ich an die verlorene Hand. Aus dem Fenster schaute sie und winkte, und ihr Gruß stand an der Häuserwand. Oft hab ich, wenn ich mich irrgegangen, meine Hand in meine Hand gelegt, spürte eine Hand nach meiner langen, und so fand ich wieder meinen Weg. Viele Jahre sind indessen schon vorüber. In der Stadt haben sich zwei Menschen bald vergessen, weil es viele, viele Menschen hat. Manchmal sehe ich, wie sich meine Hand von mir weghebt und sie hat geschrieben. Und sie schreibt, der Druck von deiner Hand ist in mir noch immer warm geblieben. Danke vielmals, Juliane und Jan, dass du auch jetzt trotz der Heiserkeit, man hat es nicht gespürt, es war von euch beiden eine wunderbare Lesung. Ich weiß nicht, machen wir gleich weiter. Egon, möchtest du ein paar Worte sagen, jetzt, vorher, vor nach dem Film? Wir machen das ja auch zu deiner. Sehr gern, wenn du spontan was sagen möchtest, setze ich mich hin. Und wenn spontan. Spontan oder nicht? Spontan würde ich nur mich bei Ihnen bedanken wollen für die Rede und für die große Einführung von Jan Spitzer. Ich kenne ihn ja sehr lang und hatte auch genug Respekt vor dem Text von Becher, aber auch meine Schwierigkeiten damit. Und Jan hat es einfach so weggeräumt. Es war ein großartiges Deutsch und eine exemplarische Leistung. Vielen Dank, Jan Spitzer. Wir haben einen Film gedreht darüber. Ich erkannte ihn auch wieder in den letzten Teilen der spitzerischen Lesung. Ich bin ein bisschen verlegen, weil es alles so aussieht, als hätte man den Film gemacht als ein sehr mutiger Mensch oder jemand, der die Filmwelt umkrempeln will. Also das letzte schon eher, den sagen wir mal, dem UFA-Film zu begegnen und ich übertreibe ein bisschen, und die Anbetung der UFA-Form und des UFA-Art, die UFA-Art des Kinos, des Unterhaltungskinos. Das war, als ich zur DEFA kam, sagen wir mal, mein schwierigstes Problem, einen Film zu machen, der anders klingt oder ein bisschen etwas anderes will. Er kann natürlich auch nicht das Alte vollkommen wegräumen.
Aber der Abschied ist auch ein Film gegen die Defa-Struktur. Entschuldigung, gegen die UFA-Struktur, die in der Defa-Struktur unterkam und lange, lange zähflüssig unterkam. Und alle Kameraleute wussten das genau, wie sie Filme zu machen hatten. Und es kamen immer wieder, ich übertreibe natürlich, es kamen immer wieder UFA-Filme heraus. Und es hat mich so ich hatte das Glück, dass ich da fast niemand kannte, als ich ankam. Und ich wollte, seien Sie mir nicht böse, ich wollte es anders. Wie viel das anders geworden ist und wie groß der Widerstand ist gegen eine alte Filmstruktur. Wie viel Neues dabei vielleicht versucht wurde und ob es überhaupt gelang, das ist ja die Frage. Ich wollte nur sagen, die Meinung zu Kino war, als ich da, als mein Stern über der DV aufging, völlig anders. Das wollte ich nur sagen. Und so sind also auch experimentelle Dinge eingeschoben. Ich hatte irgendwann das Gefühl, wieso muss das immer so funktionieren, es ist ja ein Tonfilm und es läuft eine Tonspur mit. Und wenn die den Mund aufmachen und was sagen wollen, muss das auch kommen. Kann man das nicht auch unterbrechen? Und dass man das verzögert. Die reden alle und schreien, man hört aber gar nicht. Und dann kommt erst der Schrei hinterher oder das Gerede. Also eine Lust, Form zu zerbrechen und dafür eine neue zu finden. Das Neufinden ist sicher nicht gelungen. Das ist doch sehr schwierig. Aber der Wille, dieses alte Uferkino sowohl zu ehren und es auch gerne anzunehmen, aber nicht zu wiederholen, das versucht dieser Film ein bisschen. Wirklich nur so wenig, wie man damals das einfach schon in der Hand hatte. Ich wünsche Ihnen viel, viel Vergnügen. Es klingt nicht so dramatisch, wie ich es jetzt dargestellt habe. Es ist schon ein Kinostück, glaube ich, doch schon auch. Danke. Gut, vielen Dank, Egon. Denn mein Soldat, einer muss marschieren in den Krieg, einer muss marschieren in den Krieg, wo die Kanonen stehen, wo die Kanonen stehen. Und als er in die große Stadt reinkam, wohl vor des Hauptmanns Haus, und als er in die große Stadt reinkam, wohl vor des Hauptmanns Haus. Der Hauptmann schaut zum Fenster raus, der Hauptmann schaut zum Fenster raus. Mein Sohn, bist du schon da? Mein Sohn, bist du schon da? Und als er in die große Schlacht reinkam, da fiel der erste Schuss, bum, bum. Und als er in die große Schlacht reinkam, da fiel der erste Schuss, bum, bum. Da liegt er nun und schreit so sehr, da liegt er nun und schreit so sehr nach seinem Kamerad, nach seinem Kamerad. Kaum dass er diese Worte hat getan, da fiel der zweite Schuss, bum, bum. Kaum dass er diese Worte hat getan, da fiel der zweite Schuss, bum, bum. Da liegt er nun und schreit nicht mehr, da liegt er nun und schreit nicht mehr, weil er erschossen ist, weil er erschossen ist. Als das der General erfuhr, da raubt er sich den Bart. Als das der General erfuhr, da raubt er sich den Bart. Womit soll ich führen meinen Krieg? Womit soll ich führen meinen Krieg? Weil mein Soldat ist tot. Weil mein Soldat ist tot. Sah ich Seligkeiten um mich. Mir jauchzt ich in meiner Entzückung, dass ich geschaffen war, zu. Ich war geliebt zu werden von den Besten der Wesen. Na, trink jetzt.
Großmutter, ein Stückchen noch. Ich muss aber dann gehen. Aber was denn jetzt schon? Ja, ich muss noch. Da willst du denn nicht warten, bis Regen aufhört? Ach, das macht mir nichts aus. Aber ich trinke noch. Ja, ist gut. Was siehst du? Trink auf. Ja. Habt ihr euch gut erholt? Oh ja, oh ja. Wer hätte das geahnt? Nur Gott danken. Nur Gott danken kann. Schon war der Glaube bei manchen, ja, ja, auch eine Zeit lang bei mir, an eine Gesundung unseres Volkes geschwunden. Wir Kleingläubigen. Der Krieg hat Wunder gewirkt. Gott, wir danken dir, dass du es anders werden ließ. So anders. Ganz anders. Wer hätte das erwartet? Ja, da kann man auch mir keinen Vorwurf machen, dass ich mich getäuscht habe. Alle Achtung! Der deutsche Arbeiter ist uns in der entscheidenden Stunde wieder zugeführt worden. Das hätte auch kein Bismarck vorausgesehen. Wisst ihr, was heute am 4. August im Reichstag geschehen ist? Die deutschen Sozialdemokraten haben für die Bewilligung der Kriegskredite gestimmt. Einstimmig. Männer. Wir können stolz heute sein auf unsere Sozialdemokraten. Mein lieber Hans, ich bitte dich, den jungen Herrn Hartinger, deinen Freund, für die nächsten Tage bei uns einzuladen. Er kann kommen, ja. Der muss kommen. Unbedingt. Ja, und da schaut er unseren Hans an, unseren Lieben, also, wie er gewachsen ist in den letzten Jahren. Groß, kräftig, er kommt vom Schwimmen, vom Bergsteigen. Mir ist, als sehe ich ihn heute zum ersten Mal. Jetzt. Und da in den Krieg zieht. Ja, jetzt fühle ich es so richtig, dass ich einen Sohn habe. Was gewesen ist, ist gewesen, vergessen, verziehen. Söhne sind dazu da. Die Träume der Eltern, das heißt, das Werk. Also besser gesagt, das, was die Eltern nicht erreicht haben. Na, du weißt schon, was ich meine, nicht wahr? Also dazu sind Söhne da. Ja. Für euch Kriegsfreiwillige hat man jetzt ein Notabitur eingerichtet. Soll ich dir gleich ein paar frische Socken zurechtlegen? Hör mal zu, Mutter, in diesen Tagen rückt dein Sohn ins Fett und du kommst uns hier mit Socken. Wichtigkeit. Übrigens, damit ich es nicht vergesse, wir müssen uns morgen gleich wegen Christine kümmern. Was? Dienstboten sind doch auch Menschen. Dienstboten können bei 50-jähriger Dienstzeit in einer und derselben Familie die goldene Dienstbotenmedaille erhalten. Dann hat Christine, wenn sie arbeitsunfähig wird, auch Anspruch auf einen halben Platz im Diakonissenhaus. Jetzt mit deinem Haushalt, uns steht jetzt nicht der Sinn dabei. Habt ihr auch eine schöne Bergpartie gemacht? Ja. Also jetzt ist die Zeit, wo der Mann sich bewährt. Ja, wo der Mann etwas ist, wo er etwas gilt. In 3 Wochen spätestens sind wir in Paris. Petersburg ist überhaupt nur ein Spaziergang. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Daher brausen werden wir wie die Hunden. Übrigens, bei welchem Regiment hast du dich eigentlich gemeldet? Hm? Wann rückt ihr aus? Damit wir dann noch Abschied feiern können. Hängt bei uns gar keine Fahne raus? Was? Fahne? Sofort die Fahne heraus! Das ist ein Skandal! Na, das fehlt dir gerade noch. Christine! Ja, Christine sucht sich. Was? Ja. Also, wann rückst du ins Feld? Wie? Sag mal, ihr wollt mich wohl beide zum Narren halten, wie? Ihr? Heraus mit der Sprache! Hast du die Sprache verloren? Ich mache den Krieg nicht mit. Nein. Ich mache euren Krieg nicht mit, ich bin fest entschlossen. Ich mache euren Krieg nicht mit. Sag das nochmal, wenn du dazu den Mut hast. Ich mache euren Krieg nicht mit. Was aber du bist mir verrückt geworden. Was? Bullock! Lass weg! Bullock! Nein, der bleibt da. Mit dem habe ich jetzt abzurechnen. Ich wette, da steckt wieder so ein Mannsbild dahinter. Man erinnere sich an das Sauber von Herrn Kirchen. Jetzt bist du wieder verrückt gehabt mit irgendeiner Sau. So einer Hure. Du! Was sag ich dir einmal? Irgend so eine Sau! Noch ein Wort für dich! Er hat die Hand gegen seinen Vater erhoben. Seid ihr wahnsinnig? Ihr seid aber garstig. Geh, Heinrich. Garstig nennst du das? Heinrich. Ich bin nicht der sanfte Heinrich! Das könnte euch so passen, was? Er weiß halt wieder nicht, was sich schickt. Nie wird er den guten Ton lernen. Dein Benehmen, Hans. Lass es dir von deiner Mutter sagen, ist höchst ungeziemt. Mit einem Verbrecher hat er sich eingelassen. Mit dem Raubmörder Kunig, den der Kaiser jetzt begnadigt hat. Ein feiner Sohn ist das. Man könnte fast glauben, dass es nicht dieser Kerl ist, nicht mein Sohn da. Aber guck doch, wie blöd der lacht. Euer Krieg. Also kann doch wirklich nur ein Verrückter sprechen. So, hörst du nicht zu? So. Ja, wo bist du denn? Du verkommenes Subjekt, du! Du Drückeberger!
Warum gibst du mir nicht die Hand und sagst, geh, rette dich! Red doch mit ihm, versteh ihn doch. Reden, verstehen, soll er schauen. Soll er schauen, wie er zurechtkommt. Soll er sehen, was Hunger ist. Unzurechnungsfähig ist er. Das Irrende ausgehört hat. Raus aus Deutschland. Einer von uns beiden. Du oder ich. Ich habe immer das Beste gemacht. Gott ist mein Zeuge. Ich begreife nicht, wie der Junge so werden konnte. Geheimvorstellung gemacht und sie hat sich das wohl ein Stück angeguckt und am Ende nochmal, ich habe es ja auch von Dritten erfahren, und sie hat gesagt, also Johannes Abbecher betreffend, da wäre ein aufrechter Autor, das soll unser Hans sein. Das heißt, ich weiß nicht, was sie wollte da. Da war ja am Sonntag, der Berliner war, diese große handschriftliche Note da, also ja, das soll unser Hans sein. Ja, ja, aber der Witz ist ja auch, dass das der Becher geschrieben hat. Hm. Und das war unser Hans, ja. Man hätte es eigentlich jetzt ein bisschen wegtun sollen. Der Film war in, ich sage es einfach so, wie es ist, vor allen Dingen für die Abiturienten von Potsdam, wie ich es weiß, einfach eine Sensation. Diese Sensation bestand natürlich weitestgehend auch daraus, dass die Form anders war dieses Films, der andere Dinge ausprobierte. Und Entschuldigung, meinst du jetzt von der Filmhochschule, Studenten? Ja, auch die Schulen, die Abiturienten, ja. die in die Vormittagsstellung gingen, und dann sagte mir eine gute Freundin, das war keiner mehr da zur Pause. Und die sind in die Vormittagsstellung gegangen. Und die jungen Leute, wenn sie mir das so vereinfachen zu erlauben, wollten einfach so etwas sehen, eine andere Art von Kino, glaube ich. Entschuldigung, das Seltsame war ja, dass dieser Film eigentlich so unter der Rubrik lief, wir schleusen alle Schulklassen durch. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Wie Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse, ja, in Teil 1, ja, Teil 2. Ja. Und da hatten sie sich aber mächtig geschnitten. Ja. Und es gab natürlich die gegenseitige Wirkung, dass die Leute, gerade die Jungen, den Film also richtig gut fanden und eben nicht diese Halleluja-Geschichte hier, Pflichtfilm und alle müssen durchgeschleust werden. Und nach einer Woche war der Spuk zu Ende, da war er verboten und wurde aus dem, ich will nur die Umstände auch mal sagen, die sehr berett sind und die einfach die Stimmung war bei Funktionären. Der Film wurde nicht nur verboten, sondern es wurde, also ich sage aber wirklich die reine Wahrheit, weil ich das von den Büros und von den Leuten, die mit daran gearbeitet haben, gesagt wurde. Es wurde jeder Brief, jeder Zettel, jede Notiz vernichtet. Und jedes Bild und kein Bild hat das überlebt. Und ich weiß gar nicht, wer so einen Hass und so eine Aktion steuert. Der Film war richtig so, als wenn er nicht gemacht worden wäre. Es war kein Schnipsel mehr übrig. Und ich ich wusste immer nicht genau, warum. Was war das denn? Es ist ein großer Roman, jedenfalls weitgehend das, was Becher vermochte.
ein Roman geschrieben worden und ich habe den Auftrag bekommen, das zu verfilmen und habe es auf meine Weise verfilmt, habe auch also wieder ein kleines bisschen die Ufa-Tradition nicht gemocht und andere Bilder gefunden oder sowas. Und alles dieses war nicht des Hasses wert, mir ist es heute noch rätselhaft. Aber ein Verbot, sagen wir mal, Verbot, da gibt es ja dann noch Zettel oder Berichte oder Beschreibung des Vorgangs. Nein, es war also so total nichts, als wenn es nicht gewesen wäre. Ja, es war ein Abschied vom Bürgerlichen, was ja eigentlich Herrschenden damals hätte recht sein müssen, aber es war natürlich auch ein sehr pazifistischer, oder es ist ein pazifistischer. Es war die Zeit der 68, es war die Zeit der Vietnamkrieg und der Sie haben die Kinder, hatten die Kinder eingezogen, sie wollten eine Armee gründen und hatten nichts Gutes im Sinn. Da kam also, der Satz vor, entschuldige nochmal, es muss alles ganz anders werden. Ja, genau. Und das in der DDR. Ja. Ja, das wollten die natürlich auch nicht, dass es alles ganz anders wird. Ja, was hätte ich denn tun sollen? No, es wird mal alles. Weißt, du musst alles ganz anders bleiben. Nein, es war eine infantile Reaktion der Mächtigen. Vielleicht ist die Macht jetzt immer infantil, glaube ich schon. Das war aber, ich sage die Wahrheit, ich habe mich auch nicht gefürchtet. Ich habe gut geschlafen. Ich dachte immer, ja gut, das ist eine Arbeitsstellung, die man ja annehmen kann. Jemand macht einen Film und die anderen verbieten es. Es war also wie eine, ja okay, ist recht, ich wollte ja nur diesen Film drehen. Ich hatte, es war auch Leichtsinn im Spiel, er war verhaftet. Darf ich das sagen? Bitte sehr. Im Unterschied zu diesem Scheiß-Thema, man muss den Klassen nicht durchtreiben, sondern das war unser erster Sexfilm. Wir haben uns alle in Heide-Marie Wenzel verliebt und wir haben alle Kackfilme, zum Beispiel Josef und Zeit der Störche, die haben alle geguckt, nur wegen Heide-Marie. Ja, da kann ich aber eine schöne Geschichte beitragen. Ich bin mit einem Amisten und wir haben alle gesagt, ich möchte hier an Spitze sein. Ich möchte hier einmal so... Bald! Ich bin mit einem Amisten aus meiner Heimatstadt, Sangerhausen heißt die im Harz, der musste nach Prora zurück nach Weihnachten. Und mit dem armen Hascherl war ich nun zusammen im Abteil. Und der hatte mich nicht erkannt, der hatte den Film gesehen. Ja, wir haben da oben, wir kommen nur alle 4 Wochen mal raus ins Kino, da ist Kino, wir gehen mal ins Kino und da haben sie einen Film gezeigt. Abschied hieß der. Und da fasst der an Beats. Die Massen haben gestöhnt. Amesha Gompoa, ja. Und wir so waren neidisch ohne Ende. Ja. Naja, gut. Film ist Film. Uns hat doch der Abschied von der älteren Generation nicht interessiert als 13-Jährige oder so. Wir hatten alle böse Väter und böse Väter sind böse Väter. Da gehen wir nicht ins Kino dafür. Aber für Heide-Marie sind wir. Ja, da wurden ja auch die Techniker teilweise rausgeschickt. Wir mussten nicht rein, wir wollten rein. Ja. Ich weiß nicht, wie der indiziert war, ab 14 oder so, und ich war erst 13. Oder? Ich glaube auch, 14 so. Kann es auch. Ja. Und wir haben irgendwie sonst was für Kopfstände gemacht. Ja. Mich hat mir immer verblüfft, die verbitterte Abwehr von diesen Leuten, die man auch dann kannte mit der Zeit und die einfach nicht in der Lage waren, irgendetwas zu gelten zu lassen oder etwas Neues zu suchen. Nein, das war die... Ja, es war der blanke Hass. Der blanke Hass, ja. Was man, wenn das nicht zur Privat gefragt ist, was macht die Heide-Marie heute und was machen Sie heute? Haben Sie zu tun? Ja, ich habe viel zu tun. Sehr viel. Ich synchronisiere sehr viel Filme, dass man im Dunkeln und die im Dunkeln sieht man nicht und die im Lichte sind im Licht. Ich hatte sehr viele Angebote auch, habe sehr viel abgeschlagen nach der Wende und das hat man mir wahrscheinlich auch ein bisschen übel genommen. Spiel ab und zu mal Theater zwischendurch, synchronisiere sehr viel. Und Heide-Marie, ich habe sie letztes Mal, oder was heißt vor einem Jahr im Fernsehen, hat sie ein Interview und sie ist eine unglaublich greifende Frau geworden, auch so ein bisschen esoterisch. Ja. Und hat da sehr gut gesprochen. Kann ja nicht nachlassen, kann ja nur besser sein. Ich kann auch nicht genau sagen, ob folgender Satz nicht stimmt oder vielleicht doch stimmt. Es wurden auch Nachstellungen, was Schauspieler betraf, sich erlaubt.
Wenzel spielte keine bedeutende Rolle, er spielte nicht mehr. Es war so ein Kahlschlagsversuch. Ja, ich muss erstmal zur Armee dann, ne? Ja, ja, nein, das, aber genau, das, ja. Die, ich will, ich, du kannst es gerne erzählen, ich will es auch gerne erzählen, weil ich das da, der ja daneben saß. Diese Klick, diese Gruppe von Generälen, ja. Schwarzberg. Kapitäne und wer war denn da alles? Ferner Hoffmann, die Frau von die, meine Tänzerin. Und wir beide kamen mit Lederjacke und das war schon. Wir haben also dort unseren Film verteidigt. Interessanterweise waren auch junge Offiziere in diesem, ich weiß nicht, wo das war, in Schwarzberg. Ja, ja. Die sagten, nein, ein großer Film. Und die wurden auch zugelassen, was mir heute noch ein großes Rätsel ist. Aber die Hauptgruppe der Funktionäre war, kann man nur bezeichnen, mit einer absoluten Verbitterung, dass man sowas gemacht hat. Wieso? Und überhaupt? Und die nackten Weiber und alle Tabus. Mein Gott, es waren vielleicht 2-3 Tabus angegriffen worden. Nein, der Hass war groß. Weiß es nicht. Und ich habe noch im Ohr, das ist wirklich die reine Wahrheit, dass der Ferner sagte, nachdem du irgendwas erwidert hattest, oder ich, du hast einen Lambert-Check angehabt. Das war so ein Streckding so mit roten, mit Leder besetzen. Lambert-Check war eine große Mode. Und also das überhaupt, nein. Und ich hörte ihn reden, den ziehe ich ein. Und eine Woche später warst du... Naja, ein bisschen später, aber ich war dann, okay. Ich war dann 16, 18 Monate dann mal... Ja, ja, und mir ist heute ein Rätsel, dass sich Leute es erfrechen, über andere ein derartiges Urteil zu sprechen, weil sie an einem Film teilgenommen haben. Das ist nicht zu glauben. Ansonsten war der Versuch... Wie soll ich sagen? Sie haben wahrscheinlich die Technik rausgekriegt, wenn wir es einfach nicht mehr erwähnen, schweigen wir es auch tot. Und das war dann ein Jahr lang nicht mehr, wurde nicht mehr drüber geredet. Auch die Presse machte um diese Zeit doch freundlich mit. Die haben das, oder hätten nicht anders reagieren können. Es wurde also nicht mehr erwähnt. Und nach einem Jahr plötzlich war wieder irgendetwas, fuhr ich mit dem Film. Nach München und zum Festival und nach Locarno zum Festival und hatte da eine ganz schöne Zeit. Große Gespräche, freundliche Atmosphäre. Das ist rätselhaft. Also Sie müssen einen Sitzen gehabt haben, der plötzlich sagte, lass den mal. Wie Sie andere Sitzen hatten, die sagten, lass den nie wieder. Naja, wir hatten auch dieses üble Wort zu gebrauchen im Vorfeld. Beim Drehen durften wir ja auch nach München fahren. Das war ja richtig, eine große Seltsamkeit. Ja, ja, ja. Wolf Ludwig, sein Freund, noch mit die Hausbahn noch auslösen musste. Ja. Nein, das ist... Also es war groß angekocht, die ganze Geschichte. Ja, klar. Es war vielleicht, ist es vielleicht auch in eine Phase gekommen, wo eben das Pro und Contra oder wie, was man zulässt und was man verbietet, ins Schweben gekommen war. Es war eben in diesem großen, nicht durchschaubaren Komplex der Funktionäre, hatten wir wahrscheinlich immer 2-3 Sitzen, die das anders sahen. Wir waren ja auch ähnlich sahen wie wir auch. Beim Drehbuch 2 hoffnungsvolle Autoren, also war Kunert auch richtig, dabei. Ja. Also richtig. War ja alles vor Biermann und richtig. Kunert war Aufbauautor und hatte Gedichte. Naja, und es stand ja auch so gut wie alles, wozu ich nicht immer gerne bereit bin, alles zu drehen, was im Drehbuch steht oder es unverändert zu lassen. Aber weitestgehend war es natürlich die Verfilmung dieses Drehbuches. Na komm, komm, ja. Ja. Entschuldigung. Ja, ich habe das nie also richtig Ich kann mich an eine Nummer erinnern, die ist vielleicht auch noch ganz spaßig. Ja, haben wir an der Oderberger Straße in diesem alten Hallenbad gedreht, was es da gibt. Ja. Ja. Und das ist die Rede von Prinz Ferdinand, richtig. Weil meine Figur im Schwimmen gewonnen hat. Ja, und da schiebt sich der Vater in den Vordergrund und versucht auch immer von dem Ruhm des Sohnes mit abzulassen. Richtig, ja. Und da sagt Rolf zu dir, pass mal auf, steht zwar nicht im Drehbuch, aber ich fahre jetzt mal einfach ins richtig, Wasser. Ja. Stand in keinem Drehbuch. Wir hatten das alles. Und Ego sagte, ja, ja. Wir hatten an sich immer auch so ein paar Dinge, wo wir sagten, machen wir es oder machen wir es nicht. Es war ja auch mit anderen Teilen auch ähnlich. Das wo man sagt, ja, das waren viele Sachen. Ja. Improvisation ja, auch. Ja. Wo sich heute avantgardistische Regisseure das auf die Fahne schreiben. Also ich meine, das, ja, damals hast du ja auch schon alles gemacht. Ja.
Es gibt eine schöne Geschichte, ich gehe jetzt kurz, ich war in Grimm irgendwie 2004, weil, wissen alle, wo Grimm ist? Ja, also Nordvorpommern irgendwie. Ach nee, Grimm. Nordvorpommern, also ja, schlimmer geht nicht. So. Ja, aber zwischen Greifswald und Stralsund und wirklich am Arsch der Welt. Ja. So. Und die hatten einfach so ein Volksfest geplant im Mai. Und die ganze Stadt war voll plakatiert mit Johannes Erbecher-Plakaten. Also weil der Platz, an dem wir sind, so, der Platz eben Johannes Erbecher-Platz heißt. Johannes Schrägstrich Erbecher, ein Wort. Platz. Ja, nicht ein R zu viel oder noch weiter. Ich weiß nicht, ob du das nicht sogar hast. Ich habe dir das, ich habe eine Postkarte dann draus gemacht, ob ich die geschickt habe. Und ich weiß nicht, ob die das durchtelefoniert haben oder schlecht gefaxt oder so. Ja. Johannes Schrägstrich Erbecher. Super. Ja. Ich sage ja, noch ein R, da wäre nicht gut drin. Da gab es keine Initiale. Ja auch nicht. Da gab es keine Initiale. Nee. Johannes, Erbecher, Platz. Na, ist ja okay. Ja, sehr okay. So, vielleicht sollten wir den Abend jetzt abschließen mit einem Zitat auf Abschied, mit einem Zitat von Heiner Müller. Vielleicht hat er das ja oft geschrieben, hat es aber tief und ernst gemeint, wie es bleibt. Ist es nicht. Das gilt auch für Abschied. So ungefähr. Und ich verteile jetzt, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch dreien und für die Aufmerksamkeit. Und es gibt jetzt noch ein paar Geschenke von einem berühmten Kollegen direkt aus Amerika mitgebracht. Du warst in New York? Francis Ford Coppola. Oh, warte, was ist das? Das ist ein guter Chardonnay von seinem guten Privatwein. Das muss man trinken. Ihr und wir nicht auch eine Flasche. So, dann haben wir noch mehr. Wir wissen, dass heute jemand, oder ich weiß, dass heute jemand Geburtstag hat. Und Sie bekommen das für das hier sein, dass Sie heute gekommen sind. Ich heiße sogar auch Rosemarie. Schön. Für unsere junge Schauspielerin die andere rote Rose. Und hier ist etwas drin, wie bei Bonuel. Das kannst du wegschmeißen, wenn du möchtest. Der Inhalt darin zählt. Verraten wir nicht. Oh, ich bin gespannt. Ja. Okay. Und nicht der andalusische Hund, oder? Es ist was Süßeres drin. Okay, also wir können noch was trinken und danke für die. Schön, dass ihr hier seid. Gewesen. Ja, ja. 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 Ja
gezeigt und haben mal einen Bogen angehabt. Ja, das war ein Thomas.